Hey, liebe Leute, und willkommen zurück zu Payday 2. Nachdem wir eigentlich im letzten Part ja schon jetzt die Finalsequenz gesehen haben, machen wir jetzt trotzdem weiter. Und es ist auf jeden Fall die letzte Mission, bei der ich mir zu 100% sicher bin, dass sie neu ist. Wir haben danach noch eine Zweitagesmission auf Lager. Dann ist auch das Projekt erstmal wieder vorbei. Jetzt habe ich auch so noch bereit geklickt. Why do Lonnie Dwankies always have secret parties in old mansions when it's raining outside? If the guests smell of fish, I suggest getting the hell out of here. Wir sind bei der Shacklethorn Auction, glaube ich. Also bei einer Auktion. Oh, ein Auktionshaus. Hey, schickes Outfit. Oh, du auch. Du siehst richtig schick aus. Ja. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Was? Das hier? Das sieht richtig schmerzhaft aus. Der Klassiker. Mach mal hier, mach mal. Was? Ja. Sieht ja so schmerzhaft aus. Ja. Ja. Ich schleich mal, indem du die ganze Zeit nach oben guckst. So sieht es aus. Ich muss mal unbedingt mein Footage reinschneiden. Ich meine, ich möchte dir natürlich keine Arbeit machen. Er wird das Footage reinschneiden. Okay, wir können nicht durch den Metalldetektor, glaube ich. Achso, wir haben übrigens, liebe Leute, unsere Tarnung so weit wie möglich runtergeschraubt. Ich glaube, ich bin auf 10, du auf 17 oder so. Ja, ich habe die Säge, sonst wäre ich auf 3. Ja. Ansonsten. Da haben wir mal ein bisschen uns Mühe gegeben. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier reinkommen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das Spiel so logisch ist, wie ich denke, aber Metalldetektor halte ich jetzt gerade nicht für die beste Wahl. Mit meiner Säge im Gepäck nicht, nee. Ach, guck mal, hier ist meine Ladder. Deine Ladder, oh nein. Oh Gott, bitte nicht. Ah ja, ich hole mal auch meine Maske raus, ne? Und ich habe eine neue Pistole gefunden. Die ist sehr klein. Denk dran, wir können 3 Leute töten. Wir haben 3 Pager und danach beim 4. als Alarm. Immer. Du kannst Kameras in Schleifen setzen. Wo wir gerade beim Dialekt waren. Der 4. Hä? Wie der vierte, ja. Ja, vierte ist phonetisch korrekt, aber vierte ist halt Dialekt. Ist ja nicht falsch, aber. Vierte, ne? Hä? Vierte? Vierte. Du hast gesagt vierte. Ach so, wenn ich im Redefluss bin, ja, vierte. Ja, aber wie gesagt, also absolut korrekt. Nur, wo wir gerade beim Thema Dialekt waren, fand ich das ein bisschen. Ich mag Kirche. Kirche finde ich immer noch am besten. Was denn? Kirche. Also Kirche und Kirche. Ach so, nee. Kirche. Oder wie mein österreichischer Freund sagt, Kirche. Klingt eher schwer so. Aber ja, nee. Österreich auch, ja. Ich hatte übrigens eine Aber Säge was ist denn Kirche? Komm. Kirche habe ich auch schon gehört. Aha. Okay, also ihr macht ja Kirche, ihr zieht ja das I so 10 ja, Meter lang in die Länge. Ja. Also richtig ist ja, also rein hochdeutsch, phonetisch korrekt, ist Kirche. Also kurzes Kirche. I, Kirche. Kirche, ja. Und Kirche, nicht Kirsche. Kirsche. Also es ist halt, ne, es ist halt einfach so. Kirche, ja. Ein Dialekt. So, steht jetzt hier eigentlich immer noch der Typ? Nein. Ich weiß gar nicht, was ist denn Gain Access to Storage? Du kannst übrigens, glaube ich, Marken, also denk dran. Mit F, glaube ich, oder? F, ja. Aber das geht halt nur mit... Willst du die Kamera in Schleife setzen? Ich mach das. Dafür müsst du dich... Achso, ich hab die gar nicht gesehen, du. Steht darunter, Camera. Aber ich weiß nicht, ah ja doch, hier, das kann man auf jeden Fall... Oh Moment, Gen 6 Security, geht das dann, macht das dann... Ja. Was? Aber wir müssen aufpassen, hier rotiert eine Wache, also... Hä? Ich hätte gedacht, das macht jetzt Ja, doch, aber wahrscheinlich nur beim... Kann ich auch Glasscutten, kann ich bei der Leiche irgendwas machen? Haben die Gegner das gesehen mit dem Glasscutten oder nicht? Ich bin... Also meinst du aufmachen? Oder Glasscutten? Lol. Gehen wir da ran. Ja und? Oh, okay. Soll ich die Kamera oder willst du? Ich bin da. Nur eine aktive möglich. Achso, die andere ist schon am Gange, deswegen. Warte, ja, ich hatte gerade noch mal Schleppe. Blinky, okay. Camera over there. Steht direkt drunter, Camera over there. Sie, ich jetzt.
glaube, das ist schon ziemlich hart verkackt. Ja, auf ja, der Kamera hat es gesehen. Was geht einfach zu? Es hätte geklappt! Es hätte geklappt! Nein, hat's nicht. Der Typ im Security-Raum hat das gesehen, als ich die Kamera zerstört habe. Weil ja, die Kamera hat die nicht gesehen. Wir durften ja die Kamera nicht zerstören. Okay, also das habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Bei Stealth-Missionen dieser Art ist natürlich Priorität 1 Kameraraum finden. Ja, auf jeden Fall. Und stimmt. Den Kameradude killen. Ja, dafür haben wir eigentlich immer einen Pager eingespart. Ja. Haben wir noch irgendwelche Vorteile, die... Ja. Ich mach mal Last Cutter und... Go. Die anderen brauchen wir eigentlich gar nicht kaufen. Leichensack schon. Leichensack schon, ja. Ja, Maul halten. So. Okay, liebe Zuschauer, es kann wieder 74 Versuche dauern, aber es ist nicht so schwer. Ja, gut. Du kattest ja wahrscheinlich die Nebenversuche auch raus, oder? Wenn ich es nicht vergesse. Ja. Warte, guck ich mal kurz an. Ja. Sieht doch komisch aus, wenn man so läuft, oder? Oh ne, hä, sieht's gar nicht. Okay, bei dir sah das gerade voll komisch aus, kurzzeitig. Oh. Richtige Profis. Das ist auch noch nicht passiert. Ich bin mir nicht sicher, ne. Glaube nicht. Okay, Master Grammar. Was ist passiert? Los, warum sind die Taschen jetzt hier? Ach, ich hatte bei dir Blackstore 4011, weil du mich umbenannt hast, ne? 4011. Ja, bei mir heißt du Master Gramaju. Mann, ist hier die Arzttasche? Ja, sehr gut. Ich muss mich mal kurz verarzten. Wow. Sind hier dann noch Wachen? Ne, hier sind keine. Und du kannst nur noch einen Leichensack nehmen. Ja, das mache ich eben. Okay, aber wir müssen scheinbar diesmal auf die andere... Gott! Wir sind eigentlich relativ stealthy, auch wenn wir sprinten. Ne. Ah, das ist noch eine Kamera. Wo ist der scheiß Kameraraum? Der ist bestimmt unten. Mal gucken, erstmal gucken wir uns hier oben um. Weil unten sind die ganzen Gäste, das ist ein bisschen zu. Ah, oh, scheiße, falsch. Welche Kamera ist das? Ach, da in der Ecke oben. Das steht wieder unter der Kamera. Ich stell mir nur eine Aufnahme vor, du hörst dir eine Aufnahme von dem Kameramann an. Gott. Scheiße. Du kommst da weg? Mhm. Ich bin gerade im Storage Room drin. Mhm. Ja, der Guard ist markiert, ne? Okay, super. Ja, ich markiere. Alles gut. Alles ist noch in Ordnung. Da drüben ist, glaube ich, der Kameraraum. Ich werde ganz kurz die Kameraschleife nochmal von dieser Kamera starten. Brauchst du? Ja. Ich werde auch einmal umher sneaken. Ich traue mich diesmal mal mehr als in den früheren Aufnahmen. Ja. Ich werde es bereuen. Hier ist übrigens der andere Raum. Ich werde mal ganz kurz... Ja. Ja, jetzt? Natürlich. Mach den kalt. Nein, das war ich. Habe ich, aber alle haben es gehört. Wow, du hast keine schallgedämpfte Waffe? Die ist schallgedämpft. Nein, ist sie nicht. Doch, ist sie. Ach so, er hat geschossen. Ah, okay. Er hat geschossen, genau. Und ich glaube, hier ist der Security-Raum irgendwo gewesen. Hier wäre übrigens die Tür gewesen mit dem Zeug, was wir vorhin aufgenommen haben. Ja. Ja, das heißt, wir haben quasi aktuell wissentlich zwei Räume, die wir knacken müssen. Oh, nicht bereit. Oh. Vorteile. Also Munibox brauchen wir nicht. Aber ich werde sicherheitshalber die Arzttasche mitnehmen. Übrigens, als ich in der Tür geknackt habe, kam einer von hinten. Oh. Okay. Cool. Ja. Ja. Also es gibt theoretisch auch, was er vorhin erzählt hat. Oh nein, auf der anderen Seite. Warum ist denn jetzt gerade Zeitlupe gewesen? Das ist... Du musst Pager... Beep, beep, beep. Du kannst eigentlich mir immer diese scheiß Leiter kaufen. Das wird langsam teuer. War das immer so, dass man zurück in diese Lobby kommt? Ja, doch, es war immer so.
Alter, der Glasskader ist so fucking teuer. Ja, ich hab mir den gekauft. Leichensäcke und das war's. Komm, go jetzt. Brauch keine Arzttasche aus. Wenn einer von uns stirbt. Wir wollen eh durchsneaken, also wenn einer von uns stirbt, können wir den einfach wiederholen. Maul halten hier. So, die Leiter ist auf der rechten Seite. Scheiße, Mann, die rechte Seite kenne ich nicht. Wir können doch nicht jetzt einfach alles ändern. Können wir schon. Narren. Let's hit it. Da ist ein, da ist eine Frau. Ja und? Ich guck nicht mal zu uns. Ja? Der Typ hat mich gerade übrigens erwischt. Keine Sorge, das bin ich, das ist eine Kamera, die hinter mir ist. Das ist ein Schlepper. Ja, falscher Raum. Ja, da müssen wir auf der anderen Seite. Hast du eine Kamera? Okay, dann mache ich die Kameraschleife. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt war, aber ja. Wee wee. Ding dong. Mach mal schneller mit der Tür. Schneiderbrenner. Heidbrenner. Ah, bitte noch lauter. Außerdem ist es ein Schneidbrenner. Da bin ich ganz, ganz empfindlich, was das angeht. Das heißt Schneidebrenner. Schneidebrenner. Weil mein absolutes... Weil hier läuft. Weißt du, du wirst von sowas nicht entdeckt. Ich wäre schon entdeckt worden. Okay, das war knapp. Oha. Mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe ja mal ein Video gemacht mit meiner Top. Ja. Weiß schon gar nicht mehr, wie viele Spiele. Ich glaube, Top 12 Videospielliste Video gemacht. Und mein Top 1, Platz 1 Videospiel. Ist halt auch so ein, naja, quasi Stealth-Spiel. Aber meinst du Clue? Ja. Und da gibt es auch den Schneidbrenner als einen. Schneidebrenner. Ein. Sorry, ich bin gerade sehr konzentriert, weil ich hier gerade irgendwas gefunden habe, mit dem ich was machen kann. Als ein Werkzeug. Kann ich nachvollziehen? Kann ich nicht verstehen. Kann ich... Pass auf, das da ist jemand bei dir, ne? Ja, ich weiß, ich bin um ihn herumgegangen. Ich habe extra gewartet, bis er herkommt. Komm zu dir. Uff, das war knapp. 3, 2, 1. Okay, das ist fertig, auch wenn ich nicht ganz weiß. Ist hier eine Wache? Nein, hier ist keiner, ne? Ich bin mir nicht sicher, also ich sehe keinen. Doch, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Komm da raus. Da ist gerade... Was? Ich sehe Geister, okay. Okay, es gibt irgendwo noch einen dieser Access Points. Das sind so ähnlich wie die Security-Dinger, die wir gerade in der Mission davor hatten. Ne, die ist ja diesmal nicht hier. Ah, okay. Okay, aber hier ist dieser Storage Room dann. Aber erstmal müssen wir noch einen dieser Access Points finden. Also das sind auch wieder so Kästen, die unten an der Wand hängen einfach. Ah, weiße Kästen, okay. Naja, mehr so Silber diesmal. Und ein bisschen... Die sehen ein bisschen stärker aus, sag ich mal. Guard ist wo? Dann ich geh jetzt einfach mal hier rein. Okay. Und gucke, ob ich hier noch irgendwo so ein Ding finde. Großes Coins. Ja, wer weiß. Ich weiß halt echt nicht, wo die spawnen können. Du könntest ja theoretisch mal gucken, ob du noch ein anderes irgendwo anders findest. Ich guck mich um. Mhm. So gut ich eben kann. Aber jetzt gerade bin ich in einer ziemlich beschissenen Position. Ja, wow, wirklich. Ich könnte mir vorstellen, dass unten was sein könnte, aber... Das wäre echt ganz schön ätzend. Also in diesen Storage Rooms ist gar nicht. Mhm. Beide, ja. Was ist das für eine Kamera? Welche Kamera sieht mich da? Na, manchmal ist es ja auch. Ach, das ist die da hinter mir. Oh mein Gott. Darf ich eine Kamerasteif starten? Wenn meine nicht noch aktiv ist, oh. Ist sie nicht. Der andere Point wurde uns übrigens die ganze Zeit durch die Wand angezeigt. Oh. Was? Das war vorher nicht so.
Ja, ich hab's auch jetzt gemerkt. Vielleicht, weil ich zu nah dran war jetzt. Also ich hab den Guard gesehen, dass er hier rechts reingegangen ist. Ich will erst wissen, wo er hingeht, bevor ich mich weiter bewege. Ja, ist richtig. Hier vermisse ich manchmal ein bisschen die Funktion aus Dishonored. In Dishonored kann man sich auch so, wie in manchen Battlefields und so, halt so zur Seite lehnen. Aber wenn man sich zur Seite lehnt, wird man halt nicht gesehen. Also es wird immer nur die Position, in der man ist, gesehen. Ja, mit Q und E. Naja, okay, keine Ahnung, ich habe auf Konsole gespielt. Wo ist der Typ? Oh mein Gott. Irgendwo ist hier so ein... Ich habe Angst, sobald ich dort... Warte mal, ich trau mich mal... Ah, okay, da ist er. Der wird hundertprozentig jetzt... Moment mal. Nicht hier reingehen, oder? Was denn? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, weil... Wir müssen jetzt runter... Aber dieser Raum, den wir gesehen hatten, der ist doch hier oben. Okay, ich bin jetzt gerade in einer Scheißlage. Hast du die Wache für mich markiert? Du hast die Wache für mich tatsächlich. Scheiße. Was hat sie gesehen? Ich hab's verkackt. Wie schlimm. Achso, die Kamera, die Kamera hat dich gesehen. Ich dachte, die Kamera hat die Leiche gesehen. Nein, das war ich. Alles gut. Aber ich glaube, den Pager könnten wir später noch gebrauchen. Mal gucken. Nicht schlimm, alles gut. Solange wir nicht jetzt komplett scheitern, ist das okay. So, hier ist doch dieser Raum. Was ist denn dann mit dem Raum? Der wird wahrscheinlich später wichtig. Okay. Ah, der ist bestimmt wichtig, wenn wir laut sind. Das kann auch sein. Soll ich das mal hier aufmachen? Was? Ich weiß nicht, ist da was drin, was man aufheben kann? Ring, glaube ich. Na dann von mir aus. Ich versuch's mal. Nee, gar nichts. Doch! Artefakt! Oh mein Gott, toll. Trage Artefakt. Ja, dann kannst du es erstmal hier bei der Leiche, du kannst es hier erstmal zwischendeponieren. Verstauen, ne? Ja. Wie sah das jetzt aus? Oh, guck mal, wir müssen da hinten hin. Guck mal. Warte mal, weil da kann man ja bestimmt alles tragen. Siehst du das mal? Siehst du das hier? Ja, ich habe das gesehen. Okay. Scheiße, man kann das hier alles tragen. Dann lass das mal, dann lass das mal alles da verstauen. Dann ist es doch super, dass du die eine Wache gekillt hast, weil die Seite haben wir dann vollkommen frei. Yeah, we are waiting for money, bitch. Okay, aber wo legen wir denn das, wo halten wir, wo hast denn du deinen Sitz hingelegt? Ja, da, wo du gerade bist, direkt unter dir. Ach da, schnell gesehen. Das macht auch am meisten Sinn, glaube ich. Ja. Okay, na dann müssen wir mal ein bisschen aufräumen hier kurz. Ja, die Kamera da verändert das ein bisschen. Kannst du die immer eine Schleife setzen? Weil ich müsste hier aufschneiden, deswegen. Mach ich nicht. Okay. Ich schneide mal hier. Oh, das hört sich so geil an. So. Wir könnten das natürlich provisorisch schon mal runter in den Garten werfen. Aber vielleicht machen wir es erstmal nicht. Später, ja. Denk dran, dass die Kamera jetzt gleich wieder aktiv ist. Ich mach die Kamera mal wieder in die Schleife. Das ist, glaube ich, die nervigste von allen aktuell. Oh, sarkastischer Idiot, ey. Da ist übrigens noch ein Artefakt drin. Ja, ich glaube, da sind noch, also insgesamt drei. Aber ich hoffe einfach nicht, dass die random ihre Routen wechseln. Das wäre echt ziemlich bitter. Hoffe ich auch. Warum spielt denn jetzt ein Klavier? War schon die ganze Zeit. Bei mir war schon die ganze Zeit. Ist mir nicht aufgefallen, Mann. Oh, okay. Okay, hier, die Seite ist leer. Da müssten wir jetzt nur noch die Seite mit der Wache machen. Ja, ich habe gerade noch eins in der Hand. Die Axt war auch noch eins. Ja, die Seite mit der Wache, genau. Das wird spaßig. Okay, ich würde sagen, der eine raubt aus, der andere muss die ganze Zeit eine Kameraschleife starten und oder die Wache markieren. Weil wenn die Wache einmal nicht markiert ist, dann haben wir überhaupt keine Ahnung, wo die Wache ist. Na, dann gehe ich rauben. Okay, fühle ich mich besser aufgehoben als bei der anderen Aufgabe. Okay, dann werde ich einmal ganz kurz. Welche Kamera möchten wir nicht haben? Ich weiß noch nicht, welche Kameras es gibt. Ich sehe aktuell nur die. Die da, die ist schrecklich. Ist es die, die ich gerade markiert habe? Ich glaube schon. Also aktuell stört sie mich noch nicht. Ja, aktuell bin ich auch noch hinter dir her. Oh. Weil aktuell bringt es nicht aktuell, die Wache zu markieren, denn die ist schon markiert. Sollen wir die Artefakte schon mal nehmen? Ja. Ich
glaube, dass wir erstmal dahin zurückbringen, wo gerade safe war. Ja, und vor allem können wir genau die Route nehmen, die du gerade gemacht hast. Oh, hier sind noch mehr. Oh mein Gott, Drew, hier sind noch viel mehr. Nee, die mehr. Ging nicht auf, die ging nicht auf. Doch, gehen auch von der Seite. Von der Seite, ah, okay. Hm. Na gut, ist ja nicht erstmal nicht so schlimm. Wo ist der Typ? Ich glaube, wir können hier auch hier draußen rumgehen, oder? Was? Jo. Ist ja nix. Jo, stimmt. Hier ist nicht mal eine Kamera, die uns erwischen könnte. Solange wir keine Fenster zu schießen, weil die sind alle Gensec protected. Ja, hab ich gesehen gehabt. Taschen sind zu viele Taschen. Hier können wir sogar durchsprinten, lustigerweise. Dann kannst du ja die in dem Gang hier schon mal nehmen. Ich hole mir die von hinten weiter. Das ist. Oh, mein Zeigefinger zuckt bei dir auch. Was? Hast du das nicht so, dass dein Zeigefinger zuckt? So, du weißt ganz genau, du darfst nicht schießen, aber. Also nein, habe ich nicht. Aber ich habe auch, wenn ich Stealth bin, lege ich meinen Zeigefinger immer aufs Mausrad, damit ich nicht aus Versehen auf Schießen komme. Ich bin gerade auf meinem hier anvisieren. Mit meinem Zeigefinger. Weil das ist nicht so schlimm wie. Keine Ahnung. Schießen? Ich weiß nicht, ob Waffe wechseln auffälliger ist in dem Game, ob das so. Weißt du? Ob das so gewertet wird. Ich glaube, das nimmt sich nichts. Ich glaube auch nicht. Oh Mann, ey. What are you waiting for, Ben? Schnauze. In dem anderen Raum sind dann noch zwei, also wir müssen beide noch einmal gehen. Ja. Oh! Okay, das was? Ist das nächste, was der Typ bis jetzt gemacht hat. Nee, da war aber schon ein paar Mal. Ja? Also alles gut. Kein roten Wechsel. Da habe ich ihn schon häufig gesehen, ja. Nee, also kein roten Wechsel, aber es ist das nächste, wo ich ihn jetzt gerade gesehen habe, tatsächlich. Ja. So, in dem Raum soll noch was sein, sagst du? Sind denn Raum jetzt eine Kamera? Zwei Stücken. Nein, keine Kamera. So, ich habe das eine. Gut, ich habe das andere. Ja. Guck. Umwegmeister regelt. Na, diesmal würde ich es nicht als Umweg bezeichnen. Ja. Schon richtig. Ist vielleicht sogar ein kürzerer Weg. Ja. Gut, jetzt die andere Seite. Mhm. Lass uns erstmal einmal komplett rumgehen, genau. Kann es sein, dass man hier vielleicht die Beute wegschaffen kann? Setz mal ein. Seilrutsche. Also bringt uns das noch. Ja, ah, perfekt. Dann lass uns es gleich machen. Ja. Ach, jetzt meinst du sofort. Genau. Hier müssen wir wieder warten, dass wir nicht aus Versehen eine Tasche reinwerfen, während das Ding noch nicht wieder da ist. Muss ich reinwerfen. Ja. Einfach abwechselnd. Aber es dauert eine Weile, Mann. Ja, stimmt. Weil dieses Ding erleichtert uns so viel Arbeit. Pass auf, wir machen das wie folgt. Ich leg dir immer eine Tasche her und du machst das immer. Okay. Ich glaube, das geht wenn schneller, dich, als wenn wir hier beide... Wenn du dich frisky fühlst, kannst du auch schon die andere Seite ausrauben. Nee. Okay. Ich will dir nur Zeit sparen. Ich glaube, das geht schneller. Nee, du bleibst einfach da und ich bring dir die Tasche. Ja, ich guck mich die ganze Zeit um. Ach, das ist die ganze Zeit die Kamera. Ja, alles gut. Zack. Das muss ich aber bei Payday, echt lassen. Man fühlt sich hier wirklich richtig. Also, das Gefühl, was es vermittelt, ist schon... ziemlich geil. Naja, zumal du halt... Eigentlich entsteht das halt durch die negative Sache, dass du nicht speichern kannst. Weil du eben... Du musst dich halt so sehr darauf einlassen, weil wenn du verkackst, dann darfst du alles nochmal von vorn machen. Naja, und wenn du Vorteile haben willst, musst du dich kaufen. Mhm. Jedes Mal wieder. Bum, 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 bum. Ja. Favorite sound when you play Payday. Ja. Geld. Geld, 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 Geld.
Ja. Wie viel ist da noch? Ich glaube, das war die vorletzte. Boah, wir haben schon richtig viel ausgeräumt. Ja, wie gesagt, eine gute Sache hattest, dass du die Wache umgebracht hast. Die Seite konnten wir ohne Probleme ausräumen, also... Konnte man da Leichen ranhängen oder nicht? Ich meine schon. Dann könnten wir theoretisch den Dude eigentlich auch mal wegschaffen. Jetzt so minus 1000. Wäre eigentlich für mich... Warte mal ganz kurz, ich will also nichts ranhängen, ich will... Oh, I'm sorry. Mal kurz gucken, ob das funktioniert oder nicht. Ja. Ja. Funktioniert's? Ich mach's trotzdem als letztes, aber ja. Okay. Hey, du. Das mach ich auch. Nur ich mach's hier unten. Das Geräusch, was das Ding macht, ist auch geil. Und minus 1000. Und. Okay. Okay. Jetzt wird's spannend. Ja, wenn wir verkacken, versuchen präzise auf die Wache zu schießen, weil alles ist voll mit Glas. Und Fenster. Gut, dann versuche ich nur die ganze Zeit die Wache zu spotten. Es ist ja nur die eine, ne? Ja, aber trotzdem... Draußen müsste, glaube ich, ein Zivilist auf dem Balkon, auf der Veranda sein. Ja, genau, da ist eine Bitch. Ja, die sollte aber nicht viel davon mitbekommen. Oh nein, die Kamera ist schrecklich. Wo ist der Guard? Okay, der ist da. Der wird jetzt hier in die Richtung laufen, das ist ein bisschen doof. Ja, aber er kommt halt nicht bis ganz her, glaube ich zumindest. Falls nee, doch. Ich glaube, der geht jetzt gleich. Doch, es könnte sein, komm rein. Ich bin jetzt hier reingegangen. Nee, der bleibt da stehen, das dachte ich mir fast schon. Okay. Wenn ich sage, er geht hinten rein, dann meine ich den Eingang hier vorne, ja? Was? Also wenn er jetzt hier, der geht ja jetzt hier rein. Ja. So, das macht er immer. Ich mach mal ganz kurz eine Kameraschleife. Oh Gott, der kann mich von hier aus sehen. Ich glaube, ich brauche gar nicht die Kameraschleife gar nicht. Nur du würdest die vielleicht unfassbar brauchen. Unfassbar lange dauern. Also wenn wir das so machen, dann ja. Oh mein Gott, okay, der kommt wieder hier lang. Ich muss nur gucken, dass ich mich nicht erwische. Das ist das Wichtigste eigentlich. Ja. Weil wenn du den hier erschießt, dann sieht's die Kamera. Dann ist vorbei. Ja, außer ich habe durchgehend eine Schleife drin. Ich mach mal eine Schleife rein. Möchtest du anfangen? Mhm. Dann einen Moment. Ich komme an die Kamera nicht ran. Auch nicht im Stehen? Nein. Shit. Ich müsste dafür auf warte mal, ich versuch nochmal. Nee. Doch, so komme ich ran. Guck mal, wo ich stehe. Ja, aber hier ist eine Kamera, die muss ich in die Schleife setzen, also sonst kann ich hier gar nichts machen. Oh, uff, okay, gut. Aufpassen, der ja, ich kommt von hinten rein. Was sieht mich? Welche? Da war irgendwo noch eine Kamera. Da hängen überall Kameras. Okay, dann mach du das mit der Kameraschleife. Dann müssen wir darauf setzen, dass der... Oh Gott, ja. Das ist jetzt natürlich doof, wenn der Guard dann da hinten drin ist. Ist die Kameraschleife weg? Ja. Dann setze ich meine jetzt rein. Sag Bescheid, wenn er hinten reingeht, ne? Ja, der Typ steht jetzt hier. Guckt sich um. Steht immer noch da. Bestimmt nicht auf deine Kommentare. Kommt hinten. Na, der geht geradeaus. Der geht die andere Seite durch. Oh, scheiße. Campt da mal eine Runde. Er geht von hinten rein. Der geht jetzt. Genau. Ja, der ist jetzt drin, im hinteren Raum, von mir aus gesehen. Von hier aus kann ich ihn nicht spotten. Ich auch nicht. Müssen wir einmal warten, um zu schauen, in welche Richtung er geht. Dann müsste wieder hier rauskommen und sich dann hier links an die
an den. Genau. Also von mir. Falls er hier lang läuft, kann ich ihn direkt spotten. Da ist er. Okay, geht wieder. Er kommt in meine Richtung. Wenn du magst, kannst du anfangen. Na, eine Tasche habe ich schon. Das bin ich, keine Sorge. Eine Weile, weil ich immer erst wieder hier diese scheiß Schleife. Er bleibt hier nicht stehen. Er geht wieder zurück. Ach, Scheiße. Kommt er hier rein oder geht er jetzt an die Veranda? Es sieht so aus, als würde er an die Veranda gehen. Er ist relativ weit außen. Er ist an der Veranda, er steht da jetzt. Er ist jetzt am äußersten Punkt, da wo ich gesagt habe, so nah war er noch nie. Er steht. Er steht. Er hält die Position. Du kannst von hier aus herkommen. Sehr schön. Good job, Ju. Also eine Tasche ist jetzt hinten im Storage Room, aber ist nicht so schlimm. Ich bringe die ich habe, mal ganz kurz zur Seilrutsche, weil das ist mir zu blöd, die jetzt hier irgendwo hinzulegen. Du kannst die gerne hier hinlegen, das ist kein Problem. Ja. Hier wird sie niemand sehen. Ja, stimmt. Ich muss auch ein bisschen mit der Sicht vom Guard spielen, lustigerweise. Mhm. Weil ich ihn andauernd markiert haben will. Was ist das für eine... Ach, da hinter mir. Oh Gott, das ist echt eine schreckliche Position. Ja, aber da bleibt er zum Glück nicht lange. Ja, der bleibt da jetzt so 5 Sekunden oder so gleich. Oh, okay, er geht durch, er geht durch. Kamera? Ich konnte ihn noch einmal marken, das ist ziemlich gut. Er steht da jetzt dahin. Alter, ganz ehrlich, lass uns auf die Artefakte in dem Raum scheißen. Ja, ist das hier zu risky? Das ist mir zu blöd, ja. Okay, also wir würden es schaffen mit der Situation. Ja, aber es dauert halt so 3 Jahre, weil du hast ja gesehen, wie viele Artefakte das auf der anderen Seite waren. Ja. Das ist einfach... Okay, gut, dann lass uns weitermachen. So dringend brauchen wir das Geld ja nicht. Gut. Wir müssen nachher nur die eine Tasche da hinten noch holen. Oder ich mach das mal kurz. Aber ich war confident, dass wir das schaffen konnten mit ja, ich denke auch, dass wir das schaffen würden. Es würde nur halt... Lange dauern. Einfach hart auf die Zeit gehen jetzt, ja. Ja gut, dann lass uns aber noch wenigstens das Artefakt da hinten nehmen. Ja, genau. Aber... Eins am anderen. Er geht zurück. Ich konnte die Wache nicht mehr markieren. Mhm. Vielleicht kann ich noch einmal? Ja, ich konnte noch einmal. Okay. Lol, ich habe die Kamera angemarkt und nicht die Wache. Toll. So, jetzt wird es nämlich problematisch, weil jetzt müssen wir runter. Okay. Wie machen wir das? Also ja, es gibt Treppen. Treppe ist hier und die Treppe ist auch safe. Also hier. Dann nehmen wir die Treppe hier. Ja, die Frage ist nur, was ist unten und wie sieht's mit den Leuten da aus? I have no clue. Keep track, guys. Ist eine Kamera? Wo? Oh, ja. Hab sie gemarkiert? Oh, Scheiße. Was ist da? Ein Typ. Ich bin hier in der Zwickmühle. Ich kann hier gerade nichts machen. Durch die Kamera kannst du durchlaufen. Ja, aber da ist ein Typ. Oh, Scheiße, ich kann hier nicht. Ich meine die. Oh nein, hier ist ein Artefakt. Fuck, jetzt habe ich das Artefakt aufgehoben. Wirf's zu mir? Schreibe nicht. Das ist eine gute Idee. Da hinten steht ein Zivilist direkt, wenn man da durchgeht, links ist sofort ein Zivilist. Zivilisten kosten nur Geld. Und Leichensäcke. Ja, das stimmt. Nimm dir übrigens mal einen Leichensack, du hast nämlich einen eingesackt. Ja, habe ich. Außer, also hier okay. Ist Max. Hier kann ich gerade nichts mehr rausnehmen. Ich könnte noch einen nehmen. Ich lasse es mal. Gut, Kameraschleife ist. Problem ist, dieser Zivilist steht in der Sicht von der Kamera. Dann müssen wir die Kameraschleife starten. Also nicht die, sondern ja. Die andere. Wie machen wir das denn? Oh Gott, okay. Guckt der wirklich in diese Tür hier rein? Ja, der guckt in die Tür rein. Und wird aber auch, also direkt hier hinter der Tür, direkt oben ist eine Kamera. Wollen wir andersrum reingehen? Es geht nicht anders. Ah, hier ist auch jemand, scheiße. Aber der geht weg, okay, der bewegt sich. Das ist kein Zivilist, oder? Ja, der hier ist ein Zivilist, aber der da hinten nicht, genau.
Der bewegt sich. Wir könnten ihn ausschalten, wenn er unbedingt im Weg steht. Soll ich hinterherkommen? Security, hier ist der Security-Raum. Das ist nice. Soll okay, ich hinterherkommen? Da. Erstmal nicht, warte kurz. Okay. Shit. Was passiert? Ich habe was gesehen. Der Security-Raum ist in der Sicht von... erinnerst du dich oben, wenn man runterguckt, dieser Saal mit den 1000 Zivilisten? Ja. Der Security-Raum ist in der Sicht davon. Ich habe Angst, wenn ich da reinbreche und den Security-Mann kille. Lass die anderen das sehen. Mhm. Aber die Kamera. Wir müssen das riskieren, weil ich weiß nicht, wie wir... Sonst kommen wir hier nicht bis in den Wollen wir erst nach einem anderen Aussagen? Es gibt keinen. Gang. Es gibt wirklich keinen. Da geht's nur in diesen Saal mit den 1000 Zivilisten. Es gibt keinen anderen Weg. Ah, okay, aber der Security-Mann, der wurde gerade kurz markiert. Der ist ziemlich weit drin. Also... You could try it. Aber ich warte erst mal, bis die Wache, die da vorhin stand, wieder... Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber du musst nur aufpassen, dass die Wache, die da jetzt rumpatrouilliert, dich nicht findet. Ja. Wir haben noch zwei Pager, so. Den einen, der ist für die andere Wache. War es safe so, dass wir den dritten auch benutzen können? Ja. Gut. Ich bin ziemlich confident, dass wir drei safer haben und der vierte ist... Okay, die Wache steht jetzt. Entweder der vierte ist eine Wahrscheinlichkeit, dass es auslöst, oder er löst immer aus. Eins von beiden. Mhm. Da sieht die Kamera dich nicht? Nein. Krass. Tatsächlich, die Kamera filmt nur hier. Ja, und wenn ich da unten stehe, dann sieht sie mich auch. Ja, aber klar. Oh, der steht ja immer noch. Okay, chop chop. Ich habe gesagt, chop chop. Ich riskiere das jetzt, ich gucke jetzt nirgend hin, ich mache das jetzt einfach und dann gucken wir, was draus wird. Hi. Das sieht gut aus. Pager, dann einsacken und dann zerrutschen. Kannst du gucken, ob die Wache hier kommt? Weil ja, sie kommt aktuell nicht. Sie kommt aktuell immer noch nicht. Ich sehe sie nicht durch den Flur. Ich sehe niemanden. Alles safe. Gut, ab zur Seilrutscher. Schön, gut gemacht, Joe. Bleib stehen, Guard! Wenn die Wache hier oben jetzt keinen Pager hätte, könnten wir den hier natürlich jetzt einfach ausschalten, das mit den Artefakten machen, weil ja jetzt die Kameras egal sind. Oh ja, das stimmt. Aber das ist mir trotzdem zu riskant. Ja, aktuell sind aber immerhin die, aber immerhin sind jetzt erstmal die Kameras aus, das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, der Zivilist da hinten, der ist erstmal egal. Den können wir dann direkt erschießen. Ich hoffe halt wirklich, dass es ein Zivilist ist. Warte, ich schau. Aber ich kann ihn halt nicht markieren. Ich glaube, das ist ein Zivilist. Das ist, glaube ich, ein Kellner. Ja, ich denke auch. Ich gucke mal kurz hier links ein bisschen in die Ecke. Oh, wenn man hier irgendwie so einen Stein werfen könnte oder so. Ja, das wünsche ich mir eigentlich auch. Eine Münze oder so ein Shit. Also eigentlich bleibt uns nichts übrig, als da jetzt reinzugehen und den Typen entweder runterzuschreien oder abzuknallen. Runterschreien ist ein bisschen laut, oder? Ja. Willst du runterschreien oder abknallen? Keine Ahnung, ne, ich glaube, wir müssen abknallen. Ja, komm, dann knallt den ab. Kannst du den hochbringen, dann? Ja, ich bring den hoch. Ich habe nur Angst, also weswegen ich es noch nicht machen will, weil ich weiß nicht, ob hier nicht noch andere sind, die das sehen. Ja, das ist das, was ich auch gerade die ganze Zeit sehe, aber ich sehe hier niemanden einen anderen Raum. Hier ist niemand. Nein, hier ist niemand. Ja. Aber pass auf mit der Wache links, ne? Ja, ja, ich guck, ich peek vorsichtig erstmal rein. Ich guck mir den Raum ein bisschen an. Ja, hier ist keine Wache. Du weißt noch, wo es lang geht oben? Ja, ja, rechts, rechts, links. Ich weiß ja, dass du hier ist noch ein Zivilist unten, aber der hat das jetzt zum Glück nicht gesehen. Ich bin ein Orientierungsnoob, aber wir sind die Strecke jetzt oft gegangen. Ja. Gutes Gedächtnis habe ich, aber keine gute Orientierung. Nein, streich das erst. Ich habe gerade nicht verstanden, weil der Typ mir gerade was erklärt hat. Wie bitte? Ich habe gutes Gedächtnis, aber keine gute Orientierung. Streich das erste, nevermind. Oh, why? Turn off the power? Oh mein Gott, wo ist das? Circuitbox? Achso. Hier geht er nicht hinter. Das habe ich doch gerade erzählt, Mann! Das habe ich nicht mitbekommen, tut mir leid. Ich habe nicht zugehört.
Vor allem, ich wusste auch nicht, ja, die Kamera ist egal. Ja, ich hab nur geguckt, ob das eine Kamera ist oder nicht. Wollen wir ihn töten? Eigentlich ja. Wie viele Leichensäcke hast du noch? Steht das irgendwo? Weiß ich nicht. Ich müsste noch einen haben. Ja, ich müsste noch welche haben, ich habe noch gar keinen benutzt. Ja, wie viel hat man? Zwei. Ich muss nur um die Ecke gucken, ob da irgendwer ist, der das sieht. Okay. Da ist tatsächlich der Eingang von dem Shit. Ja, ich weiß nämlich nicht, ob nicht hier vielleicht irgendwo dieser Stromkasten ist, von dem die gelabert haben. Deswegen, das bisschen Geld können wir uns leisten mit den Zivilisten. Das ist halb so wild. Das wir Problem ist, also wir haben ja das Büro vom Auctioneer, das haben wir oben gesehen. Nur wo ist die fucking Stromkastenbox? Kacke. Kann ich dir nicht sagen. Als neue Idee. Ich such mal unten weiter. Na, pass bloß auf. Ja, Forschen. Eigentlich müsste so eine Breakerbox genau hier sein. Oh, guck mal. Unter dir. Das ist ja. Ja, ich glaube, wir müssen entweder da lang, wo du gerade stehst, oder hier lang. Naja, hier ist halt die Haupthalle. Also ich bin hier gerade, aber... Oh ja. Wir sind halt zwei Wachen hierher. Und ein Zivilist. Ich glaube hierher. Hierdurch könnte man das vielleicht machen. Man würde einmal drumherum gehen, aber ich glaube, das könnte sich lohnen. Ich gehe mal nicht weiter ohne dich. Blerry? Was ist denn Blerry? Ja, hat er nicht gesagt Electricity Fence? Gesagt, Blatter, why are you still standing around? Achso, hat er bei mir was anderes gesagt. Oh Gott, I don't like this. Oh nein. Eine Küche? Ist ein Gage-Paket. Ich höre einen Security Man. Ist auch, nee, kommt man nicht lang, no chance. Keine Chance. Oh mein Gott, wirklich. Wir müssen vorne durch die Haupthalle. Oder durch diesen Raum mit dem Security Man. Oder ist das die Haupthalle? John. Hä? Welche Security Man? Du hast doch die Security Room. Warst du doch drin. Da geht's ja doch in der Halle weiter durch. Ist das direkt die Security? Da kommt man auch nur in den Raum mit den vielen Zivilisten, wie ich 30 Millionen Mal gesagt habe. Ja, chill mal. Wenn du hier durchguckst. Ja, tatsächlich. Heilige Scheiße. Warte mal. Aber das da unten ist nicht die Breakerbox, oder? Was denn? Nee, das ist doch das, was hier in der Karte markiert ist. Ja, schon, aber was ist denn das da denn? Soll ich runtergehen und gucken? Nein. Weil die Leiter auf der anderen Seite ist. Über der Höhe würde ich wahrscheinlich sterben. So, also du kannst ja mal gucken, hier, wo ich vorhin runtergegangen bin, kurz. Das ist halt, da sind halt rechts die beiden Wachen. Das ist, glaube ich, weniger das Problem. Aber links ist halt die Rezeptionistin um die Ecke. Das ist das Problem. Kannst du vorbeisprinten? Ich kann es probieren. Willst du es tun? Ich kann es probieren, aber dann nehme ich keinen. Ich bin der Letzte, der dich dafür ankacken würde, dass du was falsch machst. Alter. Oh, oh, oh. Geht's? You still gotta cut the power. Frag mich kurz nichts, ne? Ich kann nicht reden. Good. Now quietly persuade the auctioneer to give you his keycard. Was? Der wird jetzt wahrscheinlich herkommen. Okay, warte auf ihn. Check du deinen Rücken, dass er nicht oben lang kommt. Oder geh mal, kannst du in das Büro von dem gehen? Oder, nee, mach das nicht. Ich weiß nicht, ob er hier. Okay, das ist er. Cool it, Flint. No shooting civvies. I got the keycard. Good. Ja. Ich krieg aber die Leiche nicht hoch. Niemals.
Pack die einfach um die Tür herum. Er denkt dann, ey, Power back on, Power back on. Was? Du musstest die Power back on schalten. Holy shit, okay, alles klar. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Warum wollen wir nicht außen lang gehen? Müssen wir nicht, wir müssen hier hin. Ah, stimmt, jetzt ist das hier wichtig. Holy shit, ey. Oh, meine Nerven, Alter. Ja, ich hab schon ein paar Mal verkackt. Jetzt 40 Sekunden chillen. Nee, nicht chillen. Ich hab nicht eine chillen? Aufgabe für dich. Okay. Oh nein. Beziehungsweise für uns beide, wir teilen uns die Aufgabe. Ist ja gleich um die Ecke, hier ist ja auch keine Wache im Weg, also alles chillig. Alles chillig. Ja, dann war es, wie gesagt, unglaublich super, dass die Wache tot ist. Ja. Ich glaube, ohne die, also mit der Wache, die jetzt hier rumgurkt, wie sollen wir das denn machen? Keine Ahnung. Muss literally ein Geist für sein. Ja, das finde ich auch zu hart. Okay, hier ist noch eins, das kannst du dann gerne noch hinbringen. Okay. Ja. Ich kann hier auch irgendwas öffnen. Was kann ich hier öffnen? Was habe ich denn jetzt geöffnet? Da ist jetzt ein Code hier. 2465 steht hier. 465, aber der öffnet. Hä? Moment. What the fuck? Hä? Ich habe hier gerade gestanden und konnte gedrückt halten, F für Schloss öffnen. Ja. Und dann war das fertig, aber es ist nichts passiert. Kannst du das irgendwo anders im Raum? Nein. Hä? Du hast vielleicht auf der anderen Seite was geöffnet. Nee, aber habe ich auch schon geguckt. Hier stehe ich gerade, hier ist nichts. Ich kann hier auch woanders nichts tun, also I have no idea. Hi, na? wie war jetzt der Code? Kannst du nochmal gucken? 2465, ich bin ziemlich sicher, dass es 2465 ist. Ja, 2465. 2465. Wo bist du? Unten. Ach, du gehst jetzt darum. Make sure you get the code right. Warum? Achso. Das war eine Wache, die mich random gesehen hat. So weit, so gut. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch den Kram hier raus. What the fuck? Was ist das hier? Der Vault, aber warte. Ja, okay. Ja. Kannst du das auch mitmachen? Nein. Okay. Du hast einen Schneidbrenner? Ich kann es nicht machen. Schneidbrenner war auch ein echt gutes Tool in Clue. We're done. Ich will jetzt aber nur noch hier raus. Klar. Können wir uns nicht selber auch an die Zipline hängen? Schön wäre es, ne? Ich glaube, die würde zusammenbrechen. Du siehst ja, wie das hier steht, das hält niemals unser Körpergewicht aus. 250. Jetzt ist nur noch weg. Ja. Die Leiter ist aber halt nicht auf dieser Seite, sondern auf der anderen. Egal, go, komm. Erstmal gucken, und wo die Wache ist. Jetzt nicht, ne, jetzt nicht übermütig werden. Nee. Sondern ganz langsam. Kommt er gerade hier ganz hinter? Das kann ja sein. Ja. Er läuft wahrscheinlich, ja. Tut er. Wir sehen, genau. Sehr schön. Und auf der anderen Seite müssen wir vorsichtig sein wegen der Zivilistin. Oh ja. Ach. Moment mal. Was? Warum ist da. Achso, Secure Moira Escape, okay. Ja, wir haben ja schon das alles haben wir am Anfang gemacht. Ja. Schnell durch, bevor er sich umdreht. Stop dossing. Time to go. Okay, nicht gleichzeitig, falls irgendwie beide abstürzen, weil dann wäre Game Over, ne? Ja. Hast du es? Ja. Haben wir nicht dran? Und dann haben wir draußen noch Wachen. Ich komme nicht hoch. Springen. Tu ich. Nicht schlimm, alles gut. Okay, denkt dann, wir haben Wachen. Ja, einmal drumherum.
Hier lang geht nicht, glaube ich. Okay, sprinte. Ja, habe ich gemacht direkt. Und tschüss. Boah. Ja. Easy. Richtig gut gemacht, Schuh. Ich war dabei. Fisch, Mann. Fisch. Also kurz runterkommen. Ich hoffe, ich habe alles aufgenommen. Ich hoffe, es gibt nicht wieder so große Synchronisationsprobleme. Synchronisation. Oh, yes. Sniped. Was krieg ich? Oh, cool. Oh, nice, das habe ich schon. Eiche. Yeah. Eiche. Liebe Leute, es werden vermutlich, wie gesagt, noch zwei Parts kommen. Also eine Mission zu zwei Tagen. In gewohnter Regelmäßigkeit. Und dann ist Friday vorbei. 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 Vorbei.